Jo, Freunde, willkommen zurück beim Goldpriester. Strike Team ist jetzt eingetroffen in Battlefield 2042. Das läuft jetzt 14 Tage. Zuerst haben wir den Modus 4 gegen 4 und nach den 14 Tagen spielen dann sozusagen 2 Wochen 8 gegen 8 Spieler. Das ist auf jeden Fall deutlich besser. Bei diesem Event können wir uns insgesamt jetzt 4 kostenlose Sachen freischalten und zwar eine neue Spielermarke Stärke durch Einheit. Mit 45 Ordensbändern bekommen wir einen neuen Waffenanhänger F5 Winzig. Das ist ein bisschen an Battlefield 2142 angelehnt. Weiter geht's mit der vorletzten Belohnung. Da bekommen wir für diesen Huron Stealth Heli Talon Typ 1 Skin und als allerletztes bekommen wir für den Rau Vereinte Front. Dafür braucht ihr insgesamt 120 Ordensbänder. Was ganz gut bei diesem Modus ist, dass das Overlay stark modifiziert wurde. Also da haben sich schon einige ein bisschen Gedanken gemacht. Hier sieht man das auch im Hintergrund, dass einige Spezialisten komplett blockiert sind oder welche jetzt gerade im Trupp sind und welche dementsprechend nicht mehr verwendet werden können. Ich habe jetzt hier insgesamt 2 Runden gespielt. Einmal auf Arica Harbor und danach auf Valparaiso. Da bekommt er jetzt einen sehr guten Eindruck, wie der Modus funktioniert. Ich gebe gleichzeitig beim Spielen so ein bisschen mein Statement dazu ab und wie ich die ganze Sache finde. Übrigens, ihr könnt gerne eine Videobewertung da lassen, das vergessen irgendwie einige in der letzten Zeit. Man bekommt relativ viele Abrufe, aber die Videobewertungen sind relativ gering. Deswegen, das wäre natürlich schön, wenn ihr das macht. Ansonsten, jetzt viel Spaß mit dem Gameplay, euer Goldpriester. Vor allem, das wird jetzt hier auch angezeigt, welche Klassen wir in der Truppe drin haben. Wir haben einmal Sturmsoldat, dann nochmal einen Sturmsoldat, dann den Pionier und dann den Medic. Da drüben haben wir 2-mal Pioniere und 2-mal Sturmsoldat und keine Medic. Theoretisch. Ich probiere es mal mit... Gemütlichkeit wollte ich schon sagen, aber... Okay, jetzt zieht sich einfach hoch. Dann müssen wir mal gucken, ob einer bei uns down geht. Ah, die haben das Ziel angefragt. Wer ist jetzt denn das Ziel? Oh, da ist bloß noch einer. Oder? Ne, das sind noch 2. Ja, kriechen kann ich doch noch, oder? Ja. Okay, guck mal, ich kann zu meinen Leuten hinkriechen. Jetzt sind wir nur noch eine und der ist AFK. Oh ne, oder? Der ist AFK, oder? Ja. Gut, das wird nix. Dieser Fall ist die Schockrunde. Da kriegen wir sozusagen... Ah, wir haben jetzt nur eine Pistole bekommen. Und das alles andere ist gesperrt. Okay. Ah, das ist ja... Okay, das ist ja nice. Jeder hat jetzt die Pistole, theoretisch. Ja, genau. Ah, die spielen natürlich alle drüben diese... Ich kann mich noch nicht mal heilen, lol. Heilen ist blockiert. Ich kann mich nicht mal heilen. Ich habe keine Medikiste und kann mich nicht heilen. Ach, hier ist die Drohne. Okay, die Pfeile ist jetzt sozusagen eine Random-Waffe und der Kreis heißt einfach Seitenwechsel. Ich denke mal, wir müssten jetzt auf der anderen Seite sein. Jetzt kommt Seitenwechsel. Jetzt müsste Seitenwechsel kommen. Mal schauen. Okay, wir sind jetzt sozusagen auf der anderen Seite und es ist echt eine ganz kleine Karte. Und wir haben 40 TP, ich sehe das jetzt gerade. Die Panzerplatten geben doch nicht 40 TP, sondern die geben doch sonst immer... Die geben doch sonst immer 10 oder so. Oder 20, nee, 20 oder 10 war das doch. Ich will nochmal sehen, dass ich die gar nicht so oft spiele. Medic geht ja auch gut, Medic geht. Rausdauen. Aber jeder hat die Panzerplatten, komischerweise. Ich als Medic habe die genauso. Normalerweise haben die eigentlich nur die Sturmsoldaten. Genau, jetzt kommt eine Runde mit normalen Waffen. Normalerweise haben das eigentlich nur die Sturmsoldaten, aber jetzt haben sie das für alle. Genau, wir haben jetzt 40% Panzerplatten. Also hat jeder 140 Leben in diesem Modus. Das ist auf jeden Fall interessant. Aber ist echt eine kleine Karte hier. Ich meine, Arica Harbor hast du ja auch nicht viel Platz. Jeder hat die Panzerplatten. Ja, ja. Jeder hat die. Das nächste Ziel ist auf eurem Radar. Die Runden sind extrem schnell zu Ende, ne? Geh mal zum Ziel. Ja, oben sieht man ja auch die Panzerplatten, ob die gerade noch voll sind oder nicht. Das blaue ist der Panzerplattenbereich und der andere Balken ist Medic-Bereich. Okay, Leute, aber das, ja, ich weiß nicht, ob das die Masse gut finden wird. Also ich habe da so meine, ja, Sorgen. Jetzt kommt wieder eine Random-Waffe, theoretisch. Schockrunde, genau.
Kriegen wir ein LMG, okay. Wir haben jetzt 4 Runden gewonnen, 6 Runden müssen wir insgesamt gewinnen. Drüben haben die jetzt, jetzt wird es wieder ausgeblendet, 1 Runde gewonnen. Okay, hier sieht man es. 4 Runden haben wir gewonnen, 2 Runden müssen wir noch. Drüben, die haben 1 Runde gewonnen. Und wir haben die Schockrunde jetzt. Okay, also das mit der Schockrunde ist ja ganz nice gemacht. Wir haben auf jeden Fall schon mal die, so... Oh, da ist noch einer. Die haben auf jeden Fall so ein paar Sachen rausgenommen, die jetzt ganz gut waren. Da drüben ist einer. Ich nehme einen. Schafft er nicht. Ja, das sag ich doch. Ja gut, das mit den Zielen ist so eine Sache, ne? Die meisten gehen wahrscheinlich auf Kills. Ich glaube, drüben ist schon einer rausgegangen, ja. Die sind jetzt nur noch zu dritt. Ja, sobald einer rausgeht, sind die in der Unterzahl. Das ist ja auch das Problem, das sehe ich auch als Riesenproblem. Wenn man jetzt einen Vierer-Modus sozusagen hat, 4 pro Seite, und da ist einer AFK oder geht einer raus, da bist du schon so ein bisschen im Nachteil. Und was machst du dann, ne? Dann kannst du eigentlich schon fast die Runde vergessen. Die kannst du dann eigentlich schon gar nicht mehr drehen, außer einer dreht jetzt komplett durch und zieht die Leute sozusagen alle weg. Wo ist denn meiner überhaupt, der andere? Ah, da ist er. Okay, der hat mich wiederbelebt und ist aber keine Medic, ne? Genau, also das geht. Also ganz normal wiederbeleben geht halt ganz normal. Und der andere ist AFK. Ja, nice. Ja, genau, wie gesagt, wenn er in der AFK ist, kannst du nichts machen. Und wenn du in der Unterzahl bist, okay, der ist jetzt da. Hä, wieso, wie ist der denn gerade wiedergekommen? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall, wenn du in der AFK ist oder du bist nur zu dritt, hast du auf jeden Fall einen riesen Nachteil. Drüben sind nur noch zu zweit. Ja, ich sag ja, guckt euch das mal an. Und wenn da drüben nur noch 2 Leute sind, da sind die Runden dann so schnell zu Ende. Oder ich weiß nicht, ob sie es jetzt gesehen haben, dass es jetzt eh gleich zu Ende ist. Da gehen die meisten dann raus. Da hast du doch niemals eine gescheite Runde. Ich meine, wenn es ausgeglichen ist, okay, da macht es ja ein bisschen Spaß. Aber ich würde mal sagen, dass dann 8 gegen 8 besser ist. 4 gegen 4 ist halt das Problem mit den AFK-Leuten oder dass die einfach dann rausgehen, wenn die komplett verlieren, wie man das hier gesehen hat, vor dem Ende der Runde. Ansonsten, wenn du direkt immer aufs Ziel zugehst, sozusagen auf diesen Punkt, dann hast du die Runde gewonnen, ohne dass du Kills machst. Also wenn jeder sofort auf das Ziel zurennt und diesen einnimmt, dann ist die Runde sofort zu Ende. Dann kommt gar kein Kill zustande in dem Sinne. Auf jeden Fall haben sie ein neues Overlay genommen. Ne? Also die haben auf jeden Fall bei dem Modus jetzt schon ein bisschen mehr sich Mühe gegeben, würde ich jetzt mal so sagen. Und gleichzeitig haben sie auch einige Sachen, die man jetzt bereits schon über diesen Battle-Editor eingeben kann. Jetzt, dass man zum Beispiel Waffen limitiert oder das mit den Klassen jetzt, dass sie das auch limitiert haben. Das finde ich schon ganz gute Idee, aber das 4 gegen 4 ist halt das Problem mit den AFK-Leuten. Dann, wenn jetzt die Runde fast beendet wird, also wenn die eine Seite sozusagen fast schon alles fertig hat, geht die meistens dann gegenüberliegende Seite komplett raus, dass dann die letzten Runden einfach, ja, wissen nicht mehr so viel Sinn machen, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe jetzt gerade mal 8 Ordensbanner und 120 brauchst du, ey. Wahnsinn. Dadurch, dass die Runden relativ kurz sind, kommst du noch nicht mal dazu, irgendwelche Ordensbänder dir zu erspielen. Also mit 120 Ordensbänder, das wird sich auf jeden Fall extrem lange hinziehen. Also ich weiß nicht, wiederbeleben wird wahrscheinlich ein Ordensband sein, was man noch bekommt. Ansonsten Flaggeneinnahme, die restlichen Sachen kann man eigentlich komplett vergessen, ne, würde ich fast sagen. Ich werde mich jetzt da erstmal killen lassen und gucken, ob ich dann mit einer Drohne reinkomme. Das hatte ich nämlich gerade nicht gemacht. Okay, jetzt bin ich down. Was passiert? Ich skip mal. Noten aktiviert. Aufklärungsdrohne wird geladen. Ja, wie kann ich denn? Drohne bereit. Ah, hier muss ich links drücken. Ah, guck mal, ihr müsst da auf der linken Seite drücken. Habt ihr das gerade gesehen? Hä, was war das? Ah, feindliches Team eliminiert. Ach, das war schon zu schnell. Kann ich mich direkt umbringen am Anfang? Wartet mal. Weil das geht nicht, ne? Das wäre ja mal was. Haben sie extra rausgenommen, damit du dich nicht die ganze Zeit umbringst, um das sozusagen, um die Runde zu manipulieren. Aber ich will halt nochmal in die Drohne rein. Das Problem ist, bei der Drohne bist du nicht sofort drin, sondern musst nochmal so ein paar Sekunden warten. Und dann kannst du erst in die Drohne rein. Und wenn natürlich dann die Runde schon zu Ende ist, dann bringt das ja nichts, in die Drohne reinzugehen. Ah, jetzt ist schon wieder zu Ende, oder? Nee. Drohne wird geladen. Ah, guck mal, du kannst zuschauen, ne? Killcam ist also wieder dabei. Okay, jetzt gucken wir nochmal. Okay, jetzt bin ich in der Drohne drin. Jetzt ist natürlich die Runde gleich zu Ende, ja. Also ihr seht, die Drohne wird nicht sofort geladen, du musst nochmal ein bisschen warten. Dann kannst du ganz normal mit der Drohne rumfliegen, ansonsten kannst du auch den Leuten zuschauen. Okay, jetzt haben wir die Schockrunde, Random-Waffe. Jetzt haben wir hier so eine Seitenwaffe bloß. Schauen wir nochmal rein. Jetzt... Meine. Was ist das denn?
Ah, jetzt muss ich, ich kann ihn noch finishen, weil der noch rumkriecht. Wo ist der andere denn? Okay, jetzt ist er down. Hey, ich wollte mich gerade mal wieder umbringen lassen. Fein, das geht noch nicht mal, weil die Leute irgendwie so verstreut hier sind auf der Karte. Ist eigentlich relativ klein, der Abschnitt, aber tut sich doch noch relativ weit spreaden, sage ich mal. Ist ein bisschen so competitive. Also die wollen wahrscheinlich hier schon mal schauen, was können wir machen, damit im nächsten Battlefield so ein Wettbewerbsmodus dann irgendwie vielleicht implementiert wird. Und die schauen jetzt nach, okay, was können wir jetzt mit unseren vorhandenen Assets machen, um dann so einen Wettbewerbsmodus zu erstellen. Das ist jetzt schon so ein bisschen auf competitive ausgelegt. Ich sag's gleich mal so, wie es ist. Mit diesem Wettbewerbsmodus, das ist so eine Sache. Ich sag mal, zu Apex würde das sehr gut passen oder zu COD. Bei Battlefield ist dieser Wettbewerbsmodus meiner Meinung nach fehl am Platz. Ich würde es hier nicht im Battlefield machen mit diesem competitive Modus, weil das passt irgendwie nicht zu Battlefield. Aber die haben es in der Vergangenheit schon mehrfach probiert und machen es jetzt mit diesem Event ja auf jeden Fall nochmal. Ich vermute, dass sie im nächsten Battlefield das dann wahrscheinlich wieder angehen wollen. Ich weiß nicht, warum man sich auf so viele Sachen wieder konzentrieren muss. Wettbewerbsmodus, dann Battle Royale, dann irgendwelche anderen Geschichten noch, anstatt sich jetzt erstmal wieder aufs Hauptspiel zu konzentrieren, einen gescheiten Singleplayer hinzubekommen. Hier. Gescheiten Singleplayer hinzubekommen. Also du brauchst schon einiges an Damage, um die Leute hier down zu bekommen, merke ich mit diesen Panzerplatten. Konzentrieren sich hier wieder auf alles, ne? Wettbewerbsmodus, Battle Royale, Singleplayer, dann den Multiplayer. Dann wollen sie schauen, dass die Klassen jetzt im nächsten Battlefield wieder einigermaßen stimmen. Also ich weiß nicht, ob das wieder zu viel wird. Gerade mit dem Battle Royale sehe ich da Riesenprobleme auf uns zukommen. Das hat wieder so viel Potenzial für Bugs. Da, ich denke mal, das wird wieder nichts, ne? Gerade jetzt im aktuellen Battlefield haben sie sich ja auf den Portalmodus konzentriert. Den Hazardzone-Modus. Haben keinen Singleplayer gemacht. Haben da eigentlich ein bisschen mehr Luft gehabt. Und haben den Hazardzone-Modus im Endeffekt nicht auf die Reihe bekommen. Den Portalmodus auch nicht. Wo ist der andere? Ja, dahin. Den Portalmodus nicht auf die Reihe bekommen und der Multiplayer mit den ganz wenigen Karten im Prinzip auch nicht. Und das wird jetzt im nächsten Battlefield schon mal wieder so werden. Konzentrieren sich hier auf den Wettbewerbsmodus, auf den Battle Royale Modus. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, ehrlich gesagt. Wir haben jetzt 5 Runden gewonnen, noch eine Runde. Wieso ist da so ein halber Balken? Okay, wir haben jetzt noch eine Runde. Oh, guck mal, wir haben jetzt so viel gewonnen. Okay, drüben sind es aber nicht rausgegangen. Ich hätte schon gedacht, die gehen jetzt alle raus. Aber nee, bleiben drin. So, wir haben jetzt gerade mal 3 Ordensbänder bekommen, ne? Ne, 4 Ordensbänder sind das gerade mal. Also das zieht sich ja extrem lange hin. Kann ich Medipacks werfen? Ja, das geht. Oh, da wurde gleich gefinisht neben mir. Ich dachte, ich rette den. Okay, jetzt war ich gerade am Reloaden. Wenn es jetzt mal eine Runde gewinnt, ist jetzt auch nicht so schlecht. Kann der mich wiederbleiben? Okay, das geht, alles klar. Nein, ich wollte gerade mich, war irgendwie noch im Reload drinne. Ist der andere neben mir down? Ne, der ist hochgegangen, oder? Ja. Okay, das war's schon. Jetzt haben wir es gewonnen, ne? Theoretisch. 6 Runden gewonnen, 6:1. Müsste theoretisch wahrscheinlich bis 10 Runden gehen, wenn das jetzt so ein bisschen Kopf-an-Kopf-Rennen ist. Kann das wahrscheinlich auch ein bisschen länger gehen.